Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Nino Kuni. Heute wollen wir mal zu den triefenden Tiefen gehen und dann von da aus mal das Gebiet davor ein bisschen erkunden. Also ich porte mich da jetzt mal eben hin. Dann schaue ich mal, ob da, also da hatte ja auch noch eine Kiste, glaube ich, gefehlt oder mehrere. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, kann sein, dass es nur eine war. Sekunde, wir gucken mal eben hier in unseren schlauen Stein rein. Kann ja eigentlich nicht viel gewesen sein. Ja, genau. Also eine violette Truhe fehlte mir da noch. Ach Mist, jetzt habe ich die Seite zugemacht. Sekunde mal eben. Finden wir gleich wieder. Brauche ich euch nämlich nicht extra wegschicken. Da. So. Ich mal eben, wo denn in den triefenden... Wie heißt denn das auf Englisch? Triefende Tiefen, World of Tears, ist es das? Ja, das ist es. So, die violette Truhe ist da. Okay, gut, das finden wir ganz schnell. Dann machen wir das eben fix. Wir müssen nach da oben. Da, wo jetzt die eine Ecke noch nicht aufgedeckt ist. Quasi. Muss mal gerade gucken. Ist hier irgendwo so ein Teleporter? Nee. Wenn wir jetzt wieder zum Frosch? Nee, gut. So. Dann laufen wir da eben gerade gemeinsam hin. Soweit ist es jetzt ja nicht. Mal eben den richtigen Weg finden. Ja, wir gehen jetzt rechts, rechts, dann links, links und dann sind wir schon da. Gut. Mal wieder aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Fallen reinlaufen. Ich könnte auch wieder schweben machen eigentlich, aber ach, was soll's. Schon okay so. So, jetzt einmal links. Dann nochmal links. Und dann sind wir schon fast da, genau. Ich hoffe, dass die jetzt nicht hier unten im Wasser drin ist. Wo war die denn? Oder war die hier unten? Doch, die war hier unten. Da ist sie auch schon, ich sehe sie. Na wunderbar. Gut. Dann haben wir das auch schon geschafft. Und machen hier Schloss öffnen. Das ist ja nur die eine, genau. Okay, damit wäre das erledigt. Dann kümmern wir uns jetzt... Warum ist die Ecke hier nicht aufgedeckt? Das finde ich ja merkwürdig. So. Kümmern wir uns jetzt um das Gebiet außerhalb der triefenden Tiefen. Wartet mal, wir haben noch einen tollen neuen Zauber bekommen. Damit können wir aus diesem Verlies flüchteln. Wo ist denn der? Flucht heißt der doch. Feuerball. Blablabla. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Können wir hier nämlich direkt wieder raus und muss ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Na, gucken wir mal, wie es hier draußen aussieht. So, da würde ich jetzt aber ganz kurz mal eben auf die Karte gucken. Also hier war ja auch ein Wald. Das ist dann das Gebiet. Ja, in dem Wald waren wir schon mal. Ich gucke da trotzdem nochmal nach, ob da eventuell doch noch eine Truhe steht, die wir nicht aufmachen konnten. Nur zur Sicherheit und ansonsten holen wir uns hier den Rest. Die da oben haben wir schon. Das müssten jetzt also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Truhen sein, die wir hier gleich angezeigt bekommen. Schauen wir mal. Einmal Schatzkarte. So, und ich müsste mal langsam irgendwo meine Energie wieder aufladen. So, sind 1, 2, 3, 4, 5. Fehlt aber eine eigentlich. Welche fehlt denn jetzt? Eine ist noch auf dieser Insel da drüben. Wartet mal kurz. Hier werden doch aber 6 angezeigt. Und da unten auch 2 eigentlich. Die direkt neben... Achso, die haben wir vielleicht schon geholt, die anderen beiden. Das kann sein. Ich glaube, wir hatten hier schon mal irgendwo eine geholt. Ja, ja, gut, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, dann müssen wir hier runter zuerst. So, gleich hier unten an der Ecke. Oder ist die am Strand? Nee, ist hier oben. Nein, ich will nicht mit dir reden. Geh weg. So. Das ist das. Ach so, ist übrigens das Monster, was wir hier... Nee, das war ja
irgendwo bei den Winterlanden, ne? Hier oben war nicht der Wald, aber hier kommen wir auch hin. Da ist noch eine Truhe. Ja, ich glaube, die ist unten. Ja, die ist da unten. Okay. Ist hier oben drauf noch eine? Nee. Dann gehen wir kurz hier rein. Schauen da nochmal durch. War das hier, wo die Kiste nicht aufging? Ach nee, da war aber auf jeden Fall auch eine. Okay. Eine Nachtklinge. Aber ich habe hier, glaube ich, gerade doch was gesehen, oder? Und das eben, hier war doch ein Ausruf. Achso, das war, glaube ich, nur das von Röpfchen. Eine grüne Truhe sehe ich jetzt hier gerade nicht. Nein. Alles klar. Dann können wir schon wieder raus. Hier hat auch keiner irgendwas. Nee. Jo. Dann werde ich mal ganz kurz Tengri rufen und mich darunter an den Strand begeben. Dann muss ich nicht extra den ganzen Weg nochmal rumlaufen. Geh mal hier so hin. So, jetzt müssen wir nochmal Schatzkarte machen. Das ist jetzt nicht mehr aktiv, leider. Warte. Da. Ein Wrack. Mal rumlaufen? Nee. Ah, wie blöd. Ach, jetzt muss ich extra nochmal Tengri rufen. Damit er mich auf der anderen Seite absetzt. Nur weil man da nicht vorbeilaufen kann. Aber das geht doch gar nicht. Ah, doch, da. Ich dachte schon, es geht nicht. So. Na, wo? Die ist aber gut versteckt hier. Hör mal. 5 Bufffische. Okay. So, dann ist da vorne noch eine, wenn wir hier durch den Durchgang gehen. Werde ich wahrscheinlich noch mal nachbuffen müssen. Wie es klingt, ne? Eigentlich ist ja gar kein Buff, ja. Sieht da, da geht schon los. Wir haben noch ein bisschen Mana. Ich glaube, für zweimal reicht es noch mindestens. Dann gehe ich gleich mal in ein Katzenkörbchen danach. So, 2000 Cappuccino. Oh Mensch, lass mich doch auf die Map gucken. Dass das manchmal so lange dauert, bis man das wieder öffnen kann. Das ist ein bisschen blöde. Wie hier? So, als nächstes ist der Horatio übrigens dann beim Feenforst. Ich habe schon mal nachgeguckt, weil ich es nicht mehr genau wusste. Aber er sagt, er will auf ein Schiff gehen. Also, ja, Feenforst. Er folgt unserer Spur quasi, kann man sagen. Also, er geht den gleichen Weg, den wir sozusagen auch gegangen sind. So, da. Okay, das wäre das. Und dann lasse ich mich nochmal auf der Insel da drüben absetzen. Haben wir die auch gleich mit abgefrühstückt? Welche waren das? Warte mal, ich gehe mal hier. Geh mal hier kurz rauf und dann gucke ich nochmal. Ja, die. Ach, da unten ist ja auch alles voll, um Gottes Willen. Jetzt sehe ich das gerade erst. Gut. Da haben wir noch ein bisschen paar zu holen. Wollen alle nichts von uns. So, einmal. Schienbeinknochen. Dann auf der kleinen Insel und dann nochmal auf dieser größeren. Alles klar. So, Tengri. Dann einmal hier absetzen. Ich hoffe, meine Dings ist noch aktiv jetzt. Gerade so. Nein, jetzt ist es gerade weggegangen. Das kann doch nicht wahr sein.
Boah, wenigstens für die Insel hätte es ja noch reichen können. Ja. In der Muschel. Eine prachtvolle Tracht. Ohoho. So, und dann nochmal da drüben. Dann haben wir die Insel. Okay. Da war jetzt eine ganz vorne und eine ganz hinten, ne? Habe ich recht? Ja. Einmal hier. Ein bisschen laufe ich jetzt. Dann hier drüben. So. Der heilige Dolch. Ah, damit haben wir das. So. Jetzt gucke ich mal kurz auf die andere Karte. So, hier in der Mitte wollte ich mal raufgucken. Also, das war jetzt das. Da die größere Insel mit dem Stern, die wollte ich noch gucken. Da unten ist auch noch eine Insel, die da. Die Iti und die da oben. Dann machen wir jetzt erstmal diese. Dann gehen wir zum Feenforst. Da können wir uns ja hin teleportieren und von da aus machen wir dann die zwei noch mit. Ja, so würde ich das sagen. Gehört dann zu Schweinfurt eigentlich noch mit dazu hier oben. Ja, okay, kriegen wir hin. Also, dann rufen wir mal unseren Freund, den guten Tengri, den guten Tengri. Also, das Eck haben wir hier alles abgearbeitet. Hier vorne war Laguna. Da fehlt jetzt also noch die Insel hier hinten. Das da gehörte auch alles mit dazu. Das ist dann diese Insel hier. Genau, da wollte ich nochmal gucken. Mal kurz ab, danke. Wie sieht's hier aus? Da ist nur eine einzige Schatztruhe. Gibt's denn aber sonst was auf der Insel? Ein Wald oder sowas? Ja. Da auf diesem kleinen Inselchen nebendran ist ein Wald. Okay, da gucken wir auch gleich nochmal rein. Ach, das war hier, glaube ich, wo wir diesen Vogel mit dem Badeanzug geholt haben, ne? Wo war jetzt hier die... Da hinten. Bitte fang nicht an zu blinken. Aha, wie doof. Komm, das schaffe ich. Das schaffe ich. Nein, ich schaffe es. Nach, Manno. Wie viel? Ich habe noch ein bisschen Mana. Ich habe 13, habe ich noch. Ja. Ja, ja. So. Kann ich ihn hier rufen? Ja. Da auf dem kleinen Inselchen, sage ich mal, da müsste sich ein Wald befinden. Ah. Ich weiß, dass es geht, so. Na? Da. Wo ist der Pixel, in den ich reinlaufen muss? Ja, hat im Moment noch keiner was für uns, aber hier sind ganz schön viele Leute unterwegs und hier ist auf jeden Fall eine lilafarbene Truhe. Aber ordentlich Schätze gesammelt in den letzten Folgen, hört mal. Ja, das gucke ich mir dann alles mal bei Gelegenheit an, ein Abenteurerabzeichen. Na? Komm schon. Wo muss ich mich hinstellen? Ach, da war es doch gerade. Da war es doch gerade. So. Ja, gucke ich mir dann bei Gelegenheit mal alles an, werde das alles anlegen und den Rest werde ich dann gleich wieder verkaufen. Wir müssen uns vielleicht auch mal in Perdida oder so mal neu einkleiden, beziehungsweise mal neu ausrüsten. Das haben wir ja auch eine lange Zeit jetzt nicht gemacht. So, gut, das ist hier schon alles gewesen. Andere Truhe gibt es hier nicht. Ich denke mal, wir werden hier bestimmt noch mal irgendwann eine Quest bekommen auf dieser kleinen Insel.
Gut, das wäre das. Ach nee, brauche ich gar nicht. Egal. Dann fliege ich jetzt halt zum Feenforst oder ich fliege hier rüber und lass mich absetzen. Und dann teleportiere ich mich zum Feenforst. So, Tengri, danke schön. Gut. Dann einmal reisen. Feenforst. Auf der Insel vom Feenforst hatten wir ja schon mal einiges an Truhen eingesammelt. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal rein. Wir gucken mal, ob hier doch noch irgendwo Quests vielleicht zu erledigen sind. Und ja, wir haben auf jeden Fall zwei Tugenden. Und wir müssen nochmal hinterlaufen zu Mama. Denn da ist unser Freund Horatio zu finden. So, hier. Hallo. Komm dran, hey du, Sonnenschein. Wie Sonnenschein, meinst du mich? Na Mann, wen soll ich denn sonst meinen? Leg eine Pause ein, verdrücken haben. Es riecht schon verdammt lecker. Ja, das tut es, was ist das denn? Was ist es denn, fragt er. Willst du damit sagen, dass du noch nie das berühmteste Gericht des Feenforsts hattest? Schnitzel auf Feenart? Nein, habe ich nicht. Verdammt, wusste ich doch, dass ich meinen Plan früher umsetzen hätte sollen. Was für ein Plan denn, Mann? Ich wollte überall auf der Welt, in jeder Stadt und in jedem Dorf einen Schnitzelladen aufmachen, um unser wundervolles Essen überall bekannt zu machen, wollte ich. Verdammt, Mann, das ist ja mal ein schicker Plan, wird aber wohl ein echt harter Job werden, oder? Klar wird's das. Aber wenn ich so der Welt die feinsten kulinarischen Leckerbissen der Feen nahebringen kann, ist es das wert, oder? Na, wenn das mal nicht eine gewaltige Menge Ehrgeiz ist, die der da an den Tag legt. Ist recht, Tröpfchen. Entschuldigung, Fee, kann ich dich um etwas bitten? Hä, was denn? Wir würden gerne etwas von deinem Ehrgeiz nehmen, um damit jemandem zu helfen, der selber nicht genug davon hat. Ist das in Ordnung? Klar, Mann, leg los! Wirklich? Wow, danke schön. Okay, ich denke mal, dass wir hier vielleicht die beiden Ehrgeize bekommen, die wir brauchen. Mal gucken. Ich denke mal, der andere wird vielleicht entweder auch Ehrgeiz oder Liebe haben. Schauen wir mal. So, wunderbar. Einmal Ehrgeiz. Sehr schön. Oh, interessant. Ich fühle mich echt gut, wie eine neue Fee, Mann. So, und dann hier vorne nochmal. Der da? Könnte der sein. Was geht denn, Tröpfchen? Siehst du dir die nächste Show an, bevor du dich vom Acker machst? Nächste Nummer besteht nur aus Feenlingen. Denke, das wird der nächste große Renner. Solltest du dir ansehen. Wer ist es nicht? Das klappt einfach nicht, Mann. Das ist einfach noch nicht gut genug. Da brauchst du mehr, einfach mehr. Verdammt. Also, sag ich, nee, Mann, ich habe gerade einen anderen Typen zurückkommen sehen mit einer riesigen Barbarenstaude. Nee, Mann, das ist nicht gut, ist noch kein echter Knaller. Also gut, ich sag, nee, Mann, ich habe gerade einen anderen Typen zurückkommen sehen mit einer gewaltigen Monster-Barbarenstaude. Was tust du denn da? Ach so, was tust du denn da, Fee? Wie? Ist das nicht offensichtlich? Ich übe eine Pointe, Mann. Was? Ach so, du meinst die Pointe von einem Witz? Mann, oh Mann, du übst aber, hart. Nur so kriegt man es richtig hin, oder? Echte Komik ist halt harte Arbeit. Das richtig hinbekommen ist ein Kinderspiel, Mann. Ich muss perfekt drauf haben, den absoluten Humor-Olymp erklimmen, Mann. Wie soll ich denn sonst jemals der beste Pointenlieferant vom Feenforst werden? Erstaunlich. Das ist ziemlich viel Ehrgeiz, oder, Tröpfchen? Da hast recht, Olli. Ey, Mann, willst du uns aushelfen? Was, jetzt gleich? Kannst du nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Mach schon, du Affe. Es wird nicht mal eine Sekunde lang dauern. Na gut, na gut, na gut, wenn es denn sein muss, aber nur, weil du so nett gefragt hast. Vielen Dank, halt bitte einen Moment still. Ja, genau, davon haben wir schon was. Da werde ich, glaube ich, mal ganz kurz einmal nach Katzbuckel reisen. Dann holen wir uns nämlich den anderen Ehrgeiz hier dann auch gleich noch ab. Da gebe ich den eben ab. Die sind ja gleich hier vorne, die zwei. Dann haben wir das nämlich hier auch erledigt. Das war jetzt das Einzige, was hier noch war. Genau, die zwei hier vorne gleich. Da kann ich auch eben fix ins Katzenkörbchen gehen. So, einmal Ehrgeiz, bitteschön. Unser Laden, der Laden unserer Träume. Ach, was habe ich getan? Die Zeit drängt. Wir müssen verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich hab sie wieder. Meine liebe Frau ist wieder ganz die Alte. Alles in Butter, jawohl, schick. Prima, endlich können sie ihren Traum gemeinsam verwirklichen.
Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe. Nimm das hier. Es ist das Mindeste, was wir tun können. Ich schau vorbei, wenn wir den Laden eröffnet haben. Machen die jetzt eigentlich wirklich einen Laden auf, Leute? Ein heilender Regenstein, 1500 Gulden und 5 Stempel. Dafür, dass wir denen schon so oft geholfen haben, sind es aber ganz schön wenige Stempel, Freunde. Frech. Ach, wir haben auf unseren Reisen auch ein paar alchemistische Formeln gesammelt. Hier, die werden dir sicher mehr nützen als uns. Ein paar neue Formeln erhalten. Sehr schön, wunderbar. Gut, gehe ich mal ganz kurz hier rein. Dann gehen wir wieder zum Feenforst zurück. Holen Sie den anderen Ehrgeiz noch. Den brauchen wir nämlich für Schweinfurt war es, genau. Einmal übernachten. So. Fortschritt speichern können wir auch mal machen. Warum denn nicht? Nehme ich den da. So, und weiter geht's. Zum Feenforst zurück. Ja, ist wieder eine Woche aus lauter Nebengequeste, aber muss auch mal sein, ne? Wie gesagt, ich will das nicht alles hinterher nachholen, das ist ja dann auch blöd. Lieber so nebenher, wie bei Hogwarts Legacy, da machen wir ja auch immer mal eine Zeit lang das und dann wieder Story. Wo war denn das jetzt davor? Aber ich glaube, ihr findet das auch ganz interessant, habe ich das Gefühl. So. Ja, danke. So. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ihr findet das, wie gesagt, auch ganz interessant hier mit den Quests. Auch mal nebenher auch mal so ein paar andere Sachen zu machen, als immer nur der Story zu folgen. Aber das ist halt bei so einem Spiel auch so, ne? Ich meine, bei so einem Rollenspiel, da geht es ja vor allem darum, dass man auch alles erkundet und alles entdeckt und nicht einfach nur stur der Story folgt, weil, weiß nicht, finde ich dann auch ein bisschen langweilig. Hier irgendwo muss jetzt der Horatio sein. Mal gucken. Da. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Nö. So, mein Lieber. Oliver, du bist es zum Glück. Bist du hier? Was ist los, Horatio? Ich habe mich auf ein Schiff in Laguna geschlichen, aber als ich aufgewacht bin, war ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass es einen ganzen Wald voll mit diesen kleinen Spinnern gibt. Wann ist das denn passiert? Also ehrlich, du mieser Kleiner, der Feenforst hier ist seit Jahrhunderten das Zentrum der Feenkultur. Nur Jahrhunderte? Nun, dann war es wohl einfach noch nicht da, als ich damals durch diese Gegend reiste. Wie, wovon redest du? Nichts, wie auch immer. Es ist vielleicht nicht der Ort, an dem ich erwartet hätte, dich zu treffen, aber fangen wir doch einfach mit deiner nächsten Aufgabe an, sollen wir? Du wirst langsam ein richtig guter Zauberer, Oliver. Das heißt, dass du wohl einen Djinn hast, der dir gehorcht. Ein Djinn? Du meinst Alchemie? Klar, hab ich. Gut, dann wird das ganz leicht für dich sein. Du hast die Formeln gesehen, die die Zauberer im Laufe der Zeit im magischen Begleiter zusammengetragen haben, oder? Ich habe mir auf meinen Reisen oft einen leckeren Burger gemacht, wenn ich Hunger hatte. Hast du? Burger sind auch mein Lieblingsessen. Dann kannst du doch sicher auch das gewisse Etwas, ohne dass ein Burger kein echter Burger ist, oder? Weißt du, wovon ich rede? Das ist die Zutat, die alle Burger benötigen. Lass es mich wissen, sobald du drauf gekommen bist. Burger? Moment. Ja. Cheeseburger, Fischburger, Sandwich. Natürlich können wir keinen Burger. Aber guck mal da. Was ist denn hier so drin? Brot. Das ist ein Sandwich. Knuspriger Kopfsalat. Da ist Fisch drin, klar. Und da eine Glühgarnele. Brot oder Kopfsalat, könnte ich mir vorstellen. Ich mach mal. Ist ja nicht überall Weißbrot drin, ne? Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal den Kopfsalat. Knuspriger Kopfsalat. Ob das stimmt. Oder reicht einfach Kopfsalat? Ich probiere erstmal Kopfsalat. Mal sehen. Kopfsalat.
Blatt. Oh, gut. Ganz recht. Die eine Zutat, ohne die kein Burger auskommt, ist eine kräftige Portion knuspriger Kopfsalat. Burger wie? Wir hatten hier mal einen Burgerladen. McBommels hieß der. Was? McBommels? Ich bin da oft mal rein auf ein saftiges McSchnitzel. Ach, das hört sich gut an. Ich würde das gerne mal probieren. Ich auch. Warte, da fällt mir etwas ein. Was ist es, Mann? Da gab es noch eine Seite des magischen Begleiters, die ich dir geben wollte, aber ich habe sie irgendwo verloren. Da ging es um einen witzigen Zauber namens Schweben. Vielleicht hat eine Fee die Seite gefunden. Wie auch immer, wenn du sie findest, gehört sie dir. Ah, den haben wir ja schon. Danke. Aber das heißt auch, dass ich mir etwas anderes als Belohnung für die Antwort auf meine Frage überlegen muss. Ja, es war ja immerhin eine Frage über Alchemie. Hier für dich. Neue Formeln. Schön. Es ist das Rezept für die super-duper Spezialmedizin des Zeitlosen. Du solltest sie mal ausprobieren. Die kann wirklich gut, wirklich alles heilen. Also gut, dann, ich kann nicht länger auf dieser Insel der Wahnsinnigen bleiben. Auf zum nächsten Ort. Vielleicht springe ich einer dieser riesigen Seebestien auf den Rücken und lasse mich zum nächsten Kontinent tragen. Bis bald. Tschüss. Okay. Alles klar, dann geht er jetzt wahrscheinlich nach Schweinfurt, nehme ich an. Okay. Ja, wir werden hier die Insel noch fertig erkunden und alle Truhen sammeln. Ich glaube, diesen Zauberschweben, den haben wir damals hier von diesem Vogel bekommen, meine ich. Ja, ich glaube, den brauchten wir für den Vogel. Ja, genau, für eine Quest irgendwie, ne? So, gut, dann schauen wir mal, was es hier noch zu holen gibt. So. Habe ich die schon abgearbeitet? Oh. Okay. Dann, Tengri. Komm mal her. Wartet, jetzt muss ich gucken. Unterhalb war noch eine Insel, glaube ich. Die da. Da wollte ich nochmal eben schnell drauf. Aber ich denke mal, da ist nichts. Da haben wir ja diese Übersetzung damals gemacht. Da dürfte es eigentlich nichts geben, oder? Doch, Tatsache ist ja auch noch eine Truhe. Okay, ein Unwetterstein. Naja. Dahinter kann er nicht landen. Da vorne waren wir eben. Okay, dann gehen wir jetzt noch auf die Insel da. Und dann haben wir das, was ich jetzt diese Woche so erledigen wollte, schon gut erledigt. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal dann mal wieder mit der Story weiter. Und kümmern uns um den Toten, um die Totenmarsch. Und dann danach können wir ja wieder ein bisschen weitermachen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Truhen sind hier. Okay, machen wir mal hier unten. Fangen wir mal da an. Am Strand. Echt bei diesem Stein? Ja. Gut. Die nächste ist da drüben. Vielleicht hier? Ja. Gut. Hier ist noch eine. Wartet mal. Barbarenpudding. Oh, ich habe jetzt auch Lust auf Barbarenpudding, Leute. Huch. Das war ja fies. Das war ja fies, du alter Schuftballon. Muss ich erst wieder warten, bis ich dran bin. So. Wir halten noch einiges aus, aber viel ist es auch nicht, was wir uns da entgegensetzen können. Hier auf der Insel habe ich übrigens damals den Knolaf gesammelt und den Pilz, den die Esther dabei hat. Die beiden habe ich hier auf dieser Insel gefarmt, genau. Klapunzel hat Stufe 33 erreicht und bereit zur Evolution. Da müssen wir dann mal gucken. Hm? Ob ich das mache oder ob ich das noch lasse. So. Ah, ich habe es aber gerade noch so eingesammelt, hör mal. In der letzten Sekunde. Das war knapp. Da hinten im Wald. Seht ihr, da ist dieser Baumfuzzi, den die Esther mit sich führt.
So, es ist einer noch da oben in der Ecke und einer hier unten. Ich jetzt erstmal hier rüber und hol die. Da ist der Pilz, den ich gesammelt habe. Gezähmt habe. Ja, gezähmt. Bezirzt. Wie auch immer. So, einmal das. Und dann ist da hinten eine Truhe. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Der Philipp hört in der Küche Harry Potter und der Feuerkelch als Hörbuch. Und gerade spricht, glaube ich, einer Dobby. Es ist sehr lustig. Funkeleis. Okay. Dann ist diese Insel auch abgearbeitet und als nächstes kümmern wir uns dann um Schweinfurt. Da gebe ich jetzt eben fix noch die Tugend ab. Ach nee, da war... Wir müssen hier lang. Genau. Da gebe ich jetzt eben fix noch die Tugend ab. Hätte mich auch hinporten können, ich dumme Nuss. Und dann machen wir Feierabend für heute. So, Freunde. Als nächstes machen wir dann halt hier diese Sachen. Ist auch noch einiges. Und den Pfad der Gräber. Da können wir dann vielleicht auch mal wieder ins Casino gehen und gucken, ob wir da eventuell was Cooles gewinnen können. Ich werde dann hier auch gleich speichern, mal mein Inventar wieder ein bisschen säubern, aufräumen und alle möglichen Sachen gucken, ob ich die eventuell anlegen oder verkaufen kann. Beim nächsten Mal habe ich das Zeug also alles nicht mehr, wundert euch dann nicht. So, hier hinten war der Herr mit dem Ehrgeiz. Dann haben wir diese Sache hier nämlich auch schon fertig. Mensch, Mensch, wir kommen doch gut voran, Leute, wir kommen doch gut voran. So. Einmal Herz schenken noch für diese Folge und dann soll es das gewesen sein. Sehr schön. Also ja, wenn euch das zu viel ist mit dem Nebengequeste und ihr sagt, nee, das sind mir dann immer zu viele Folgen, wo du das machst, dann sagt mir das gerne. Und dann mache ich zwischendurch halt auch mal wieder die Story weiter. Wie gesagt, ich würde das nur gerne schon vorher alles erledigt haben, bevor wir mit dem Spiel fertig sind, damit ich dann nachher, nach dem eigentlichen Spiel, nicht mehr so viel machen muss. Ich würde ungern wieder so 5 Bonusparts am Ende dranhängen, das wäre auch blöd. Ach, da sind sie ja, ich kann sie ganz deutlich sehen. Meine Ziele, meine Ideale, meine Träume. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für nutzloses Geschwätz. Meine Forschung muss mit Volldampf weitergehen. Es ist richtig dufte, dass sie alle ihre Träume zurückhaben. Ich glaube, du hast mir wieder einmal ausgeholfen. Es gibt keine Worte, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Aber ich habe das hier. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Ja, es gibt so ein paar Pappenheimer, die treffen wir irgendwie immer wieder. Ein Wirbelsturmstein, 1500 Gulden und 5 Stempel. So. Gut. Ich habe schon wieder das Gefühl, wir haben 6 bekommen. Kann auch sein, ich irre mich. Okay, Freunde, gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne noch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, hier bei Ni no Kuni. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!